Ich grüße dich. In der Bibel stehen viele gute Nachrichten und Botschaften. Man weiß nicht, welche man als erstes verbreiten soll. Ich habe mich für ein Thema entschieden, das die meisten Ungläubigen vielleicht nicht so sehen. Aber es ist die Wahrheit. Und zwar... Gott ist gut. Wenn man das hört, entspringen einem vielleicht diese Fragen im Kopf. Aber warum lässt dann Gott zu, dass das und das passiert? Aber warum lässt Gott denn das Böse zu? Und dann folgen so welche Sätze wie: Gott bringt das Böse in die Welt oder das ist alles Gottes Schuld. Das stimmt nicht. Ich möchte euch erklären, wie es wirklich ist. Der erste Punkt ist der freie Wille. Freier Wille bedeutet, dass nicht Gott entscheidet, was du machst, sondern du. Zum Beispiel, Gott entscheidet nicht, ob du jemanden verletzt, sondern du entscheidest das. Die Sünde ist wegen Satan in die Welt gekommen, weil er die Frau verführt hat, die verbotene Frucht zu essen. Vom Baum der Erkenntnis. Adam und Eva haben Gott nicht gehorcht, wegen der teuflischen Schlange. So haben sie gegen Gottes Wille den freien Willen bekommen. Nachzulesen in 1. Mose 3 bis 4. Das Böse ist wegen der Sünde und Neid in die Welt gekommen. Kain hat Abel erschlagen, weil er neidisch war auf seinen Bruder. Nachzulesen in 1. Mose 4, Vers 1 bis 1. Mose 4, Vers 16. Doch, dass Kain neidig war, hat die Schlange ihm ins Herz gelegt, nicht Gott. Gott macht nicht aus Gutem was Schlechtes, sondern aus Schlechtem was Gutes. Die Weltkriege sind gekommen, weil Menschen wütend auf andere Menschen waren und der eine Mensch die Wut an dem ganzen Land von dem anderen Menschen ausgelassen hat. Hätte er den freien Wille nicht gehabt, hätte er es nicht tun können. Hier in Deutschland sucht man Gott aus einem Grund nicht mehr. Den Leuten geht's einfach zu gut. Sie wollen immer mehr. Dabei haben sie schon zu viel. Sie beschweren sich bei jeder Kleinigkeit. Zum Beispiel, wenn der Bus zu spät kommt oder ihr selbstgebastelter Papierflieger wegfliegt. Die Corona-Krise ist zwar schlimm, aber noch lange nicht so schlimm wie Kriege in anderen Ländern. Gott hat uns bewahrt. Wenn, dann stehst du nicht im Krieg körperlich, sondern geistlich. Solange die Welt ist, solange ist auch Gott. Er ist gut und gerecht. Stell dir eine Frau doch mal vor. Sie findet sich nicht schön. Vielleicht, weil ihr das nie jemand gesagt hat. Oder dass sie sich an den Satz hängt: Wer schön sein will, muss leiden. Ich finde das völligen Unsinn. Ich finde, die Wahrheit ist nicht, wer schön sein will, muss leiden, sondern wer schön sein will, muss erkennen, dass er schön ist. Gott findet dich schön. Und in der Bibel stehen noch viele andere ermutigende Worte und Sätze. Und die sind nur von Gott und nur für dich. Ist das etwa Bosheit? Ist es von Gott böse, jemanden zu ermutigen oder innerlich stark zu machen? Der Teufel hat am Anfang zu Gott gesagt: Wenn du
im Himmel regierst, dann will ich die Erde haben. So richtet die Schlange nur Böses an. Sie macht den Menschen Schlimmes an. Sie macht den Menschen böse und legt ihn in Krankheiten. Die sogar manchmal zum Tod führen. Doch Gott ist bei dir, also hab keine Angst. Gott kann dir vergeben. Du musst es nur wollen. Wer an Jesus Christus glaubt, braucht sich nicht zu fürchten vor dem Tod. Denn wenn er gestorben ist, ist er ja im Himmel. Gott ist gut. Zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit ist Gott gut. Noch einen schönen Tag.